Moin, ihr Lieben, ihr wisst ja, Quantität vor Qualität, zumindest was die Kameraführung angeht. Deswegen, ich habe auch noch eine Vlogkamera mit, aber die ist jetzt gerade noch hinten. Und ich bin jetzt im Stall angekommen. Ich muss jetzt mal Haare bürsten. Ich bin aus dem Bett gefallen, habe Zähne geputzt und da ging's los. Aktuell komme ich morgens nämlich nicht ganz so gut aus dem Bett, da die Tage irgendwie sehr lang sind. Macht aber nichts. Ich war jetzt auch gerade schon einkaufen. Ja, gesünder wird's heute nicht. Gab eine Käseschnecke, Wraps und Möhrchen für, ich wollte sagen, die Pferde. Aber Holly darf keine Möhren wegen ihrem Provisorium. Kapi darf nur eine kleine Begrüßungsmöhre wegen Zucker. Aber ich besuche heute das Pferd, was sehr höchstwahrscheinlich ja bei mir einziehen wird. Das hängt jetzt alles noch ein bisschen vom Zeitpunkt ab, wie es bei Holly weitergeht. Ich möchte ihn aber ganz gerne in der Zeit trotzdem schon ein bisschen weiter kennenlernen und reiten. Und er steht so eine gute Stunde von mir entfernt. Ist natürlich jetzt ein bisschen mehr Aufwand, wo die Pferde gerade auch so einnehmend sind. Das ist es mir aber wert und ich freue mich da richtig drauf. Ich fahre da alleine hin, also die Besitzerin wird auch da sein, deswegen weiß ich nicht, inwiefern ich euch da mitnehme, aber vielleicht schon mal einen kleinen Sneak Peek. Aber ich werde die Zeit dort natürlich auch sehr genießen, aber ja, deswegen, ich freue mich, euch heute mitzunehmen. Mein Tag ist sehr fertig heute, sehr voll und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Wenn ihr euch nicht so ganz sicher seid, wegen den Abständen bei so Stangen, das sind Schrittstangen, die liegen so auf ca. 80 cm. Wenn ihr aber auch generell wissen wollt, ob eure Stangen die gleichen Abstände haben, weil ich finde, das sieht man manchmal gar nicht, wenn man von oben oder von der Seite drauf guckt. Ich mache das immer mit meinen Füßen. Ganz genau. Drei. Okay, das müssen wir nochmal machen. Das ist ganz schwierig, wenn ich aufs Handy gucke. Zwei, drei, vier. Und hier so ein bisschen. Eins, zwei, drei. Vier und die kann noch ganz ein kleines Stück. Das hat ja richtig viel gebracht. Übrigens, was für ein Traum. Frisch geschleppter Platz findet man morgens eigentlich immer vor. Auch richtig schön gesprengt, weil es ist nun mal so, dass jetzt hier auch die nächsten Tage richtig trocken wird. Und unser Platz kann sehr viel Wasser ab, aber wird dadurch dann natürlich, wenn es richtig trocken ist, ein bisschen tief. Wir kriegen jetzt übrigens auch einen Round Pan noch zusätzlich. Der wurde anscheinend auch schon gesprengt. So. Dann werde ich mir jetzt mal Kapi holen, ne? Gebürstet bin ich immer noch nicht. Und was ist hier schon wieder los? Naja, ich guck mal, wie Ton- und Bildqualität so sein wird, wenn ich jetzt hier viel mit dem Handy filme, im Vergleich dann auch zur Vlogkamera. Denn es ist so, das Handy habe ich die ganze Zeit in der Tasche. Und gerade an so einem Tag wie heute, wo es ja wirklich auch sehr voll ist, aber sich dann das auch lohnt, irgendwie euch mitzunehmen, weil man viel zeigen kann, ist natürlich die Zeit ein bisschen knapper. Und so kann ich euch vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen. Ich schau mal, ja, ob das gut funktioniert, sonst werde ich das nächste Mal noch mehr die Vlogkamera einsetzen. Ich hole jetzt mal kurz Wasserkocher, denn bei Kapi habe ich im letzten Video erzählt, das verlinke ich euch irgendwo, war schon immer so ein bisschen oder seitdem die Diagnose auch mit der Halswirbelsäule war, stand auch PSSM2 im Raum und jetzt hatte sie wohl einen Schub, das erkläre ich alles in dem Video. Und aufgrund dessen ist das Thema Management noch wichtiger und auch vor allen Dingen das Thema Ernährung. Ich mache ihr jetzt eine kleine Portion Aspasette-Kops. Die haben nämlich auch viel Eiweiß, also viel Proteine. Und dann bekommt sie danach nämlich so ein After-Workout, quasi wie so ein Whey-Protein. Das, was wir, wenn wir ins Fitnessstudio gehen und danach so einen Shake zu uns nehmen. Sowas bereite ich ihr vor und muss deswegen mein Wasser aufsetzen. Ich habe ein neues niederländisches Lieblingswort. Eigentlich war mein Lieblingswort Lieblingsding. Das bedeutet sowas wie Lieblingsteil. Aber Rose Bottle, oder wie das ausgesprochen wird, finde ich auch ziemlich geil. Ich habe mich hagebutten bestellt. Ihr fragt auch viel, was ich jetzt so wegen der Fütterung mache. Lasst mich da mal ein bisschen so rumprobieren. Das ist nämlich auch ein sehr individuelles Ding und ich muss mich da auch noch mal ein bisschen noch genauer belesen, was die bioverfügbarsten Mineralien, Vitamine und sind. Aber Hagebutten sind immer gut. Meine Mama hat mir die auch früher getrocknet. Deswegen habe ich mir jetzt noch mal so einen Eimer mitbestellt. Ich wurde hier gerade attackiert. Mein Sack war hier schon, den ich mit mir trage, in Gefahr. Pino, du brauchst dich nicht beschweren. Gänse. Ganz spezielles Volk. Kapi bekommt aktuell auch einen ziemlich strengen Diätplan weiterhin. Hier sind jetzt Espasette-Kops drin, aber es sind auch wirklich nicht so viele. Und ein paar Heukops für die Konsistenz, weil die Espasette-Kops wirklich sehr, sehr fein sind. Und dann hat es so gar keine Struktur.
Kommt hier ein bisschen warmes Wasser drauf, dann kann das schön ziehen, während ich mit ihr arbeite. Und nach dem Training fülle ich dann noch ein bisschen kaltes Wasser auf und packe noch die Supplemente rein. Da bin ich nämlich immer vorsichtig, weil ich immer nicht weiß, welche Supplemente vielleicht auch ihre zersetzt werden durch die Hitze. Also so gerade bei ein paar Mineralien und so kann ich mir vorstellen, dass die durch Hitze dann ihre Wirkung, ist das falsche Ausdruck, ihr wisst aber, was ich meine, verlieren. Planung ist bei mir wirklich aktuell alles, da ich bedampftes Heu auch mit zu Holly in den Stall nehme. Das muss ich jetzt schon mal bedampfen, damit ich es gleich mitnehmen kann, weil sonst habe ich nachher richtig viel Fahrerei. Weil dann müsste ich, wenn ich bei dem Pferd war, erst wieder hierher fahren, um Heu zu holen, um es dann halt zu Holly zu bringen, dann wieder zu Kappi fahren, hier den Rest fertig machen, weil ich von Kappi aus heute Abend noch zu einem Termin fahre, der näher an Kappi liegt als an Holly. Ja, auf jeden Fall, deswegen stoppe ich jetzt schon mal schnell einen Haygain, damit ich das Heu gleich mitnehmen kann. Während ich jetzt Kappi von der Weide einsammle, kann ich euch mal einblenden, dass Holly gerade auf der Weide steht. Das ist so cool. Ich hatte es ja auch in dem letzten Video schon gesagt, dass sich da die Möglichkeit ergeben hat, dass wir es mal ausprobieren wollten. Und sie ist einfach richtig dankbar darüber, dass sie auf der Weide sein kann. Und ich bin so dankbar für diesen Stall. Die geben sich so viel Mühe. Die haben mir heute Morgen die Hufschuhe angezogen und sie rausgebracht. Und dann, wenn ich nachher komme, kann ich eben die Box und Co. fertig machen. Und weiß, dass sie... Vogelscheiße. Lecker. Weiß, dass sie dann schon mal draußen war. Und ja, das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Vor allem, weil ich ja auch schon mir Gedanken gemacht habe, wie ich sie angrasen soll, damit ich sie dann hier wieder mit auf die Weide stellen kann. Weil ich muss zugeben, wenn ich dann mit ihr eben so 20 Minuten laufe und im Best Case halt zweimal am Tag und wir das auf irgendwie eine halbe Stunde steigern und ich dann noch sie so weit angegrast haben muss, dass sie wieder hier irgendwie 3-4 Stunden auf die Weide kann, wüsste ich jetzt nicht, wie ich das zeitlich umsetzen soll. Naja, ich hole jetzt hier gerade ja Kappi. Die trägt übrigens die Decke, die muss ich heute mitnehmen zum Waschen. Die ist schon ein bisschen eklig. Aber ich habe nicht gedacht, dass es gestern noch mal so kalt geworden ist. Wir hatten heute Nacht 12 Grad. Da packe ich dann doch eine dünne Stoffdecke drauf. Das ist ja auch so ein Ding bei den PSSM-Pferden. Ne? Immer schön warm einpacken. Die muss ich aber gleich mitnehmen, waschen, damit wir sie heute Abend wieder mit hierher bringen können. Denn heute Nacht wird es leider auch wieder kalt. Halt die Bock. Die stellt sich immer hier so hin. Übrigens ist mein Fuß. Weil sie möchte, dass ich genau hier kraul. Genau da. Und deswegen parkt sie sich immer bei mir ein. Wie kann man nur so süß sein? Ein kleines Herzilein. Es ist ein kleines Steifi-Steif. Aber gestern war sie im Gelände auch ziemlich, ziemlich drüber. Da hatte ich schon ein bisschen Sorge, dass es vielleicht noch wieder zu viel ist. Aber wir müssen es jetzt auch rantesten. Obwohl es geht. Also als es ihr richtig schlecht ging, lief sie viel schlechter. Bewegung wird dir jetzt gut tun. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Und weil jeden Tag natürlich irgendwas sein muss, mit dem ich mich auseinanderzusetzen habe, hat sie jetzt aus irgendeinem Grund voll die dicken Knubbel, also Stiche, was auch immer, aber komischerweise irgendwie nur da unten im Halsbereich und scheuert sich jetzt, muss ziemlich doll jucken. Das will ich mal beobachten, weil ein anderes Pferd im Stall einen ähnlichen Ausschlag hatte, also auch wegen Insekten und sich da echt richtig, richtig doll geschuppert hat. Das kann man natürlich jetzt, also hier kann man das erkennen, da seht ihr das und da sind noch mehr von. Gucken, ob ich das irgendwie ein bisschen kühle oder so. Bevor ich mit ihr anfange zu arbeiten, laufe ich meistens mit ihr Schritt und inhaliere dabei. Sie ist wirklich ein ganz sensibles Pferd und ganz empfindlich und wir standen ja lange in einem Stall, wo es leider nicht ganz so staubarm war. Deswegen hatten ja auch Carlson und Sammy so wirklich damit zu tun. Und leider, obwohl Kappi in Anführungsstrichen nur für ein paar Monate da stand, hat das trotzdem seine Spuren hinterlassen. Und sie ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ist ja bei Pferden mit Allergietests auch so ein bisschen schwierig. Und am Ende ist eh das Management ja auch so eine Sache, weil was bringt es mir, wenn ich weiß, sie ist gegen den und den Baum allergisch. Die kann ich jetzt ja auch nicht hier aus der Umgebung von so und so vielen Kilometern entfernen. Von daher könnte es aber auch sein, dass sie ein bisschen Allergie hat, weil gerade im Frühjahr ist sie dann auch mehr so am Headshaken und so. Also inhalieren wir, um das Ganze ein bisschen zu unterstützen. Und damit läuft es auch ganz gut. Der Schleim löst sich ganz gut, ihre Atemfrequenz ist gut. Und zusätzlich können wir sie dann schon ein bisschen aufwärmen. So ist der tägliche Ablauf. Und meistens mache ich es dann halt auch eben, bevor ich dann sattel und so, dann ist sie schon mal ein bisschen warm ohne Sattelzeug. Ja, wir machen schon ein paar Schritte aktuell. Jetzt stelle ich sie noch mal im Augenblick auf die Balance Pads.
da dann immer wieder die Frage zu kommen, das ist so eine Spielmatte von Ikea. Ich glaube, jetzt hat die andere Farben. Ich finde die ganz gut. Jetzt hinten ist sie ein bisschen vom Hufeisen aufgerissen. Aber man kann die halt dann auch ganz auslegen. Hat ein bisschen mehr Platz als bei den normalen Balance Pads. Sie ist aber von der Festigkeit ein bisschen anders. Aber trotzdem sieht man da auch, dass sie ja, sich ausbalancieren muss und die Tiefenmuskulatur dann dafür benutzen muss. Ich habe sie jetzt noch einmal ein bisschen höher gestellt. Und man sieht, dass sie sich aber richtig schön breit stellt. Sie so ein bisschen hier auch den Brustkorb anhebt. Und es kommt auf der Kamera nicht so rüber, wie man dann auch die Muskeln arbeiten sieht. Deswegen, da bin ich eisern dran. Aber wir halten noch nicht ganz so lange durch, ne? Wir wollen ja auch gleich noch ein bisschen was anderes arbeiten. Und sie ist halt immer noch so, ja, man merkt, dass sie auf jeden Fall damit gerade zu tun hat. Das Wetter hin und her ist auch eine Katastrophe. Aber von nichts kommt halt leider nichts. Und solange es so ist, dass sie auch sich bewegen mag und nicht lahm ist, wird sie ein bisschen arbeiten. Auf alle Übungen werde ich jetzt nicht gleich ins Detail eingehen, weil ich nämlich schon ein bisschen im Zeitdruck bin. Das habe ich auch schon mal in einem Stangenvideo gezeigt. Das kann ich euch hier auch nochmal irgendwie verlinken. Dann habt ihr da nochmal ein bisschen mehr Infos. Ich lasse sie vor so einer Stange gerne aufwölben, sodass sie wirklich den Rumpf einmal anhebt und daraus antritt, weil sie soll ja ein neues Bewegungsmuster erlernen, dass sie sich wirklich hier trägt und dann von hinten schiebt. Ja, komm. Und das fällt ihr auch wirklich schwer. Das ist für sie eine richtige Herausforderung. Und gerade jetzt, wo sie auch so ein bisschen schlappi ist und so ein bisschen mit ihrem Körper zu tun hat, fällt ihr natürlich nicht leichter. Aber trotzdem müssen wir da so ein bisschen dranbleiben, weil wir müssen den Muskel ja schon so ein bisschen auch ansprechen, damit er sich auch aufbauen kann. Super macht ihr das. Und deswegen heißt es Zähne zusammenbeißen. Ich mache aber wirklich das gezielt und nicht zu viel. Super. Um halt jetzt auch keine Überforderung reinzubekommen. Und komm. Sehr gut. Weiter. Einmal noch. Ich hoffe, wir sind jetzt halbwegs im Bild. Es ist schon ein bisschen komisch, sie zur Bewegung zu überreden. Aber ich habe es halt überall gelesen, dass für solche Pferde halt wirklich wichtig ist, dass die immer in Bewegung sind, am besten auch keine Stehtage haben, so wie man anderen Pferden halt wirklich mal so einen Stehtag zur Regeneration bietet, muss man bei denen halt wirklich leichte, kontinuierliche Arbeit und dann halt das auch sehr, sehr langsam steigern. Ich hätte gerne natürlich jetzt ein motivierteres Pferd, ist jetzt aber nicht so. Deswegen, ja, das kostet ein bisschen Überwindung. So, sie darf jetzt erstmal ein bisschen traben, bevor ich dann mit den Schrittstangen und so ein bisschen Galoppstangen und so weiter mache. Ich stelle die Kamera irgendwo auf, hoffe, sie fängt uns so ein bisschen ein. Ansonsten habe ich euch ja auch schon mal ein Video dazu hochgeladen. Ich brauchte für Kapi jetzt doch leider wesentlich länger und habe auch gerade gemerkt, dass ich ihr Futter vergessen habe. Nee, komm, du gehst da jetzt. Du gehst jetzt hier mal auf die Weide. Ich bringe ihr das gleich. Ich muss jetzt noch Gott, oh Gott, für Holly das Futter fertig machen und dann auch das Kraftfutter noch fertig machen. Das Heu in den Heusack umfüllen, den Platz herrichten. Bisschen Heu für Kapi in die Box packen. Es wird nämlich heute über Tag warm und die Bremsen sind schlimm und sie ist dann ein bisschen empfindlich mit, dann kommt sie nachher rein. Ja, und eigentlich müsste ich jetzt im Auto sitzen, ne? Immer das Gleiche. Das Futter ist angerichtet, das muss ich jetzt nochmal eben verrühren. Und ich hoffe, sie nimmt das jetzt, wenn da neben Gras ist. Aber ansonsten stelle ich es aufs Paddock und dann wird sie das schon irgendwann nachher fressen. Schmeckt? Das ist gut für dich. Viele Aminosäuren, Vitamin E, Selen, Magnesium. Ich werde jetzt mal schnell aufräumen und hole mir die Schüssel dann gleich zurück. Mein Auto sieht zwar schon aus wie Sau, das muss da jetzt aber alles rein. Und auch noch Sättel und Kappe und Stiefel. Ja. Und ich mache gerade alles in Turbotempo. Zur Orientierung, wir haben jetzt
Oh, weiß ich gar nicht genau. Wie haben wir es denn jetzt? 10.50 Uhr. Ich bin jetzt gerade bei Holly auf den Hof gefahren. Werde jetzt aber nur hier das Futter ausladen, sie eindecken. Und dann fahre ich erstmal los und kümmere mich später richtig um sie. Sie hat ja eh den Vormittag jetzt auf der Weide. Ja, und dann mache ich zu Hause noch ein bisschen was, bevor ich dann los muss. Und ich muss mich dünner anziehen. Es ist viel wärmer jetzt schon, als ich dachte. Ich ziehe jetzt auch nochmal die Hufschuhe aus und pinsel die Hufe gut ein, damit sie da ein bisschen Luft auch dran bekommt. Damit es am Ende nicht halt doch noch schwer ist mit Dreck. Aber die schwitzen da schon drin, deswegen einmal ausziehen, einschmieren und später, wenn ich laufe, ziehe ich sie wieder an. So, der Huf ist jetzt eingeschmiert. Wie gesagt, der war echt so ein bisschen schwitzig in dem Hufschuh, weil der so aus Neopren und Gummi ist. Und deswegen lege ich die jetzt auch mal in die Sonne, dass die schön trocknen können bis später. Umgedeckt habe ich sie jetzt auch. Die Decke wandert auf jeden Fall heute Abend an die Wäsche. Also ich denke, gelb wird sie bleiben, aber die hat sie sich jetzt echt wirklich richtig doll eingesaut, auch von innen. Heute wird es aber wahrscheinlich ziemlich fies mit den Bremsen und so. Deswegen habe ich jetzt einmal das Halsteil gegen die Decke getauscht. Und werde das Halsteil aber gleich mitwaschen, wenn ich die Decke von Kapi wasche. Und dann komme ich später wieder und habe mehr Zeit für dich. Ja. Heu habe ich nämlich auch schon aufgefüllt. Oh mein, du bist so süß. Dann hoffe ich mal, dass die so bis später getrocknet sind, weil die von innen durch die Weide echt matschig und eklig waren. Und wie gesagt, die hat da schon drin geschwitzt. Da muss man dann so ein bisschen aufpassen. Es ist halt so ein medizinischer Hufschuh, das kann man dann mal auch 24 Stunden drauf lassen. Aber grundsätzlich ist es halt, gerade wenn es so feucht ist wie auf einer Weide, nicht ganz so gut. Deswegen jetzt den Tag über kann sie ja so auf dem Paddock und in der Box stehen und zum Spazieren. Und für die Weide kriegt sie die dann wieder an. So, die dreckige Decke. Und das Halsteil war dann jetzt hier das Maschine. Ich habe extra eine Waschmaschine. Oh, den ziehen wir noch ab. Nur für die Pferdesachen. Sieht man auch. Ich hoffe, dass die noch ein bisschen durchhält. Danach kommt übrigens ein Trockner, damit die Haare noch rausgehen. Wasser plus. Passt. Oh, die muss schon ein bisschen gewaschen werden. Ich hoffe, die verträgt die 50 Grad. Eigentlich stehe ich immer richtig gerne davor und ich liebe es. Das ist so satisfying, wenn man sieht, wie dreckig das Wasser ist und wie viel direkt aus der Decke kommt und man sie dann am Ende da sauber rausholt. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen Zeit gefunden, um das Auto auszuräumen. Wegräumen muss ich die Sachen nachher. Aber ich lade jetzt mal das Inhaliergerät, wasche das Teil hier. Ich habe Gott sei Dank noch einen Ersatz, falls das hier jetzt irgendwie auseinanderfällt. Habe das Auto schon so gut wie eingeräumt und dann kann ich losfahren. Ich hätte schon gedacht, dass es dreckig ist, aber dass es so dreckig ist, ich glaube, ich lasse es jetzt einfach einweichen. Dann kann das jetzt hier richtig schön, ja, das ganze Dreck aus allen Poren raus und dann wasche ich es nachher aus. Ich hoffe, dass es mir beim Auskneten und so nicht reißt, weil es halt einfach doch jetzt mittlerweile ein bisschen anfällig ist. Aber wie gesagt, für den Notfall hätte ich noch eins. Das Auto ist jetzt eingeräumt. Ich habe 3 Sättel mit. Mal gucken, welcher am besten passt. Pads, alles Mögliche, um jetzt erstmal die bestmögliche Lösung dann zu finden. Und jetzt fahre ich auch direkt los. Gut, dass ich mich einfach heute gar nicht geschminkt habe. Dafür habe ich meine Haare immerhin gebürstet mittlerweile. Es ist einfach jetzt schon so warm, weil ich auch die ganze Zeit hoch und runter gerannt bin und das Auto noch schnell ausgeräumt habe. Der Müllsack muss nachher nur weg. Und dann jetzt mich auch wieder aussaugen und vernünftig sauber machen. Und jetzt habe ich einen Augenblick zum Durchatmen. Heute ist wirklich ein bisschen durch die lange Fahrerei, sonst wäre das gar nicht das Problem, aber durch... Ja, sowieso schon mit Holly und Kapi mit den 2 Stellen und dann jetzt der langen Fahrt und so, ist es einfach ein bisschen knapper. Wenn alles an einem Ort ist, dann ist es halt einfacher, weil dann kann ich auch so, ja, diese Zwischenzeiten halt überbrücken, indem ich das andere Pferd schon bewege und sowas. Wenn ich zum Beispiel auf ein Haygain warte oder noch irgendwelche Wellnessprodukte drauf habe oder. Ich bin angekommen, muss jetzt erstmal gucken, was ich als erstes mitnehme, weil das Auto ist ja nun wirklich mehr als voll mit Kram. Auf jeden Fall Möhren. Das steht schon mal außer Frage. Putztasche. Und ich glaube, die Sättel hole ich gleich ganz in Ruhe. Ja. Ich hoffe, dass einer davon so passt, dass ich damit erstmal übergangsmäßig gut leben kann. Ich bin ja so ein bisschen pingelig. Ich habe auch genug Gurte mit. Pads, Schabracke, alles, was ich brauche. Und drücke mir die Daumen, dass es heute richtig, richtig gut wird. Ich habe auf jeden Fall Bock und bin aufgeregt. Thinking of you.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt euch noch irgendwo aus dem Office reingesprochen habe oder nochmal nachgedreht habe, um ein bisschen was zu erzählen, weil dieser Nachmittag ist so verflogen und ich weiß auch nicht, ob ich es schon einmal jetzt irgendwo gesagt habe, aber für mich war es ein so, so tolles Gefühl, dass ich genauso zufrieden und glücklich abgestiegen bin, wie beim ersten Mal Probereiten. Und das ist ein absolutes Spaßmobil. Was soll ich anderes dazu sagen? Der ist einfach brav, der steht jetzt die ganze Zeit auf der Weide und ich darf ihn jetzt schon mal so ein bisschen wieder ja, reiten und der ist aber fit, der ist gut drauf, der ist motiviert, der hat Energie für 10, ist dabei aber so leichtrittig und so toll und ich kann einfach Spaß haben beim Reiten und der wird auch genug Ego haben, um mit meinen Mädels klarzukommen und ja, vielleicht soll es einfach so sein und wie gesagt, das ist nicht mein eigenes Pferd, das Pferd bleibt im Besitz seiner Eigentümer, beziehungsweise er gehört seinen Eigentümern und geht in meinen Besitz über, wenn man es ganz genau und in rechtlicher Sprache ausdrückt. Ich werde mich gut um ihn kümmern in der Zeit und die ihn versorgen dürfen und behandeln dürfen wie mein eigenes Pferd. Das habe ich auch mit Carlsson zum Beispiel viele Jahre gemacht. Übrigens erinnert er mich auch sehr, sehr doll an Carlsson. Und ich glaube, dass wir viel Spaß haben werden, ich auch mal ein bisschen in die Vielseitigkeit reinschnuppern kann und vor allen Dingen von seiner unfassbar guten dressurmäßigen Ausbildung profitieren kann, weil da habe ich in den Basics richtig, richtig Defizite. Seitengänge, Außengalopp, vielleicht auch mal Richtung Traversalen und sowas. Da bin ich bin nie dressurmäßig so weit gekommen. Freue mich aber, dass ich vielleicht auch dadurch die Möglichkeit habe, mich auch nochmal dressurmäßig weiterzubilden. Und ich freue mich aber auch auf diese ganz zwanglosen Dinge, wie einfach durchs Gelände galoppieren, keine Ahnung, vielleicht mal zum See fahren, mit Halsring mal ein bisschen rumtüdeln, ohne Sattel reiten, also so einfach Spaß haben zusammen. Und wenn es alles gut klappt und das Springtraining gut klappt, auch auf Turniere zu fahren. So ist der Plan. Ich brauchte jetzt viel, viel länger als erwartet nach dem Trip. Ich habe noch lange mit einer Freundin telefoniert und mit Freunden gesprochen und so und habe das mal kurz auch so für mich sacken lassen und bin gerade sehr, sehr glücklich. Werde jetzt nochmal eben hier ein paar Dinge erledigen. Es ist jetzt gleich schon 18 Uhr. Der Tag ist wirklich so verflogen. Werde dann zu Kapi fahren, glaube ich, und dann zu Holly zurück und dann entweder meinen Freund einsammeln oder ich weiß nicht, ich muss auch noch irgendwas essen und ich habe auch noch gut genug zu tun. Aber jetzt gerade bin ich einfach, ich lasse den Rest jetzt einfach heute auf mich zukommen. Da wir hier auch keine Arbeit unterschlagen wollen, guckt euch das mal an, werde ich jetzt einmal eben kurz dieses Ding auswaschen. Für Kapi eine vernünftige, frische Stoffdecke mitnehmen, weil mit dem Trockner, das klappt jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ich habe noch eine in der Größe. Und dann geht's los. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie nicht einen Haufen aufs Paddock gemacht hat. Wurde hier etwas schon abgeäppelt? Ich hole jetzt noch ein bisschen Äpfel hier aus der Box, aber auch hier sieht es gar nicht so katastrophal aus. Ich wollte die Decke hier heute zum Waschen mitnehmen, aber ich habe das Halsteil nicht mehr trocken bekommen. Deswegen bringe ich morgen Vormittag einfach eine frische Decke mit. Ich glaube, das ist besser. Ich habe nämlich noch eine bei Kapi im Stall. Ich habe doch hier vorhin die Hufschuhe in die Sonne gelegt. Tatsächlich sind sie getrocknet. Perfekt. Weil die waren echt richtig, richtig schmantig. Ich habe bei Holly jetzt gerade schnelles Programm gemacht und das ist auch okay, weil sie kommt jetzt viel raus, sie laufen auf dem Paddock hin und her und dadurch, dass sie einfach auf den Füßen noch nicht so richtig, richtig glücklich ist und auch mit Hufschuhen auf dem Hof nicht gut läuft, habe ich für mich gesagt, dass ich diese Woche jetzt einfach auch ihr dann so ein bisschen gebe und ja, sie nicht so viel eben laufen lasse, dass sie es ein bisschen erholen kann. Ich habe die Hufe nochmal eingeschmiert. Ich hab morgen auf jeden Fall ein bisschen Luft, um zu gucken, dass ich mit ihr dann irgendwie auf den Sandplatz laufe. Da ist auch ein Reitplatz. Könnten wir super drauf laufen, aber an der kurzen Seite hinten stehen Schafe mit so einem kleinen Pavillon und es ist für sie die absolute Hölle. Es ist wirklich, ich habe es versucht. Jedes Mal, wenn sie es mit ganz, ganz aufgestellten Körper und schnorchelnd drauf zu, aber sobald die dann quasi nicht mehr in ihrem Sichtfeld waren, ist sie halt einfach immer so um mich rumgesprungen und das ist fürs Knie halt einfach wirklich nicht so optimal.
Da bin ich jetzt noch entspannt. Das geht nächste Woche. Sag mal, was habe ich für dreckige Fingernägel? Das geht nächste Woche bei ihr dann einfach weiter. Da habe ich mich jetzt ein bisschen von gelöst, dass ich mir da so einen Druck mache. Die kommt morgen, glaube ich, schon 2 Stunden auf die Weide oder sogar ein bisschen länger. Da laufen die auch ein bisschen hin und her und das ist weicher Boden. Und dann werde ich ab nächste Woche wieder richtig intensiv mit ihr Schritt laufen und hoffen, dass die Hufe sich bis dahin so ein bisschen erholt haben. Und werde sonst noch mal eine Lösung suchen, das noch dicker abzupolstern. Ich bin jetzt noch einmal bei Kapi. Ich habe zwischendurch zu Hause ja auch noch ein bisschen was erledigt und werde auch auf jeden Fall eine Nachtschicht einlegen. Das ist aktuell einfach okay. Also ich habe es ein bisschen unterschätzt, obwohl der Stall ja sogar auf dem Weg liegt. Es ist einfach so viel Planung und dieses Futter immer abpacken, hin und her schleppen, Heu hin und her schleppen. Alleine, wenn ich misste, dass ich dann halt doppelt fegen muss, doppelt eine Karre holen muss und doppelt Mist wegbringe. Es ist schon ein Mehraufwand und das ist auch vollkommen okay. Das ist ein überschaubarer Zeitraum und auch, dass ich jetzt halt für das dritte Pferd quasi dann 1-2 Mal die Woche eben ein bisschen länger unterwegs bin und das mich einen halben Tag kostet. Das sind alles überschaubare Zeiträume, in denen das passiert und das ist dann auch wirklich okay. Natürlich, aktuell nimmt es mich sehr ein und es ist ein bisschen anstrengend, aber wenn ich überlege, dass es eine Zeit gab, wo 5 Pferde im Stall standen, ich gefüttert habe, die alle jeden Tag Schritt geführt habe und, ist das jetzt ja wirklich harmlos. Es ist jetzt gerade einfach, weil ein paar Dinge zusammenkommen, Kapi muss einfach sehr viel bewegt werden, da lege ich auch gerade wirklich viel Wert drauf und wärme sie nochmal länger auf und. Auch das wird sich so ein bisschen einpendeln, wenn ich so ein bisschen das Gefühl dafür habe, wie viel braucht sie und sowas, dann wird es auch nicht so sein, dass ich sie jeden Tag zum Beispiel doppelt bewege. Aber jetzt gerade ist es, glaube ich, richtig und wichtig. Und deswegen gehe ich jetzt rein, bringe ihm eine kleine Portion Heu, weil sie jetzt einen Augenblick ohne Futter auf dem Paddock stand. Dann kann sie in der Zeit, wo ich ihre Box mache und so, ein bisschen Heu mümmeln, dann laufen wir nochmal Schritt und dann ist auch schon fast wieder Feierabend. Also für Kapi, nicht für mich. Die Müsli-Schüssel, die ich vorhin wieder mitnehmen wollte und hier jetzt immer noch auf der Weide liegt. Ich mache nämlich jetzt noch einen kleinen Snack. Ich habe jetzt ein bisschen Heu gebracht, dass ich schon mal ein bisschen was knabbern kann, weil zu lange darf natürlich so eine Fresspause auch nicht sein, aber bei ihr habe ich halt wirklich gemerkt, dass es besser ist und sie auch von der Verdauung viel, viel besser aussieht oder beziehungsweise von ihrem ganzen Bauch und so viel besser aussieht, wenn ich auch eben Fresspausen bei ihr einhalte. Ich hoffe, das funktioniert dann auch noch so gut, wenn die hier zu dritt draufstehen, dass sie sich dann nicht nachher die Köpfe einschlagen, wenn sie nichts zu fressen haben. Für Kapi sind diese Fresspausen wirklich wichtig, aber ein bisschen darf sie jetzt schon knabbern. Und dann laufen wir den nach Schritt und ich glaube, sie ist nicht so mio ist. Ein bisschen bewegen wir uns noch. Wir haben auch heute die Blutergebnisse bekommen. Gar nicht so doll auffälliges, aber ja, wir gucken mal und testen uns da weiter ran. Ein paar Werte waren auf jeden Fall auffällig. Da kann man gegen ansteuern, steuere ich auch schon gegen an. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, das Heu so zu limitieren, wenn die dann hier zu dritt sind. Nicht, dass aus Langeweile dann mal so ein bisschen ja, Zickereien werden. Aber wenn die natürlich den ganzen Tag die Möglichkeit haben, dann fressen die teilweise auch den ganzen Tag. Und leider ist es ja super, super schwierig, sehr zuckerarmes Heu zu bekommen. Und dann ist es halt einfach den ganzen Tag Süßigkeiten essen. Ich müsste jetzt noch eben die Box. Ich glaube, ich mache da auch heute wieder eine Späne rein, weil jetzt sieht man nämlich, dass sie nichts weggeschoben hat. Normalerweise, wenn da nicht so viel Späne drin ist, schiebt sie nämlich immer den Boden frei. Ist aber schwer zu misten, wenn da so dick Späne drin liegt. Ich glaube, meine Finger reichen nicht mal aus, um die Dicke anzuzeigen. Mein Akku ist gleich leer. Ich habe noch irgendwie 2%. Wir gehen jetzt hier noch eine letzte Runde spazieren. Sie gefällt mir aber ganz gut. Ich finde, sie sieht auch mittlerweile echt gut aus. Dann kann ich sie in die Box bringen. Wir haben jetzt 7:30. Dann sammle ich meinen Freund ein. Wir müssen noch was essen. Und dann noch kurz zu einem Freund, der heute so eine neue Anlage gekriegt hat, wo man dann einmal eben kurz vorbeischaut und einmal mit anstößt. Und dann geht es nach Hause und da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Und das ist aber voll okay, weil ich habe einfach heute einen richtig schönen Tag gehabt. Und ich glaube, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Vielleicht blende ich euch noch ein bisschen was vom Rest des Tages einfach so noch hinterher ein. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr könnt ein bisschen in diesen Tag mit reinschauen. Das ist natürlich heute kein Durchschnittstag. Normalerweise verbringe ich natürlich auch ein bisschen mehr Zeit auch am PC und
naja, mit den nicht so schönen Dingen des Lebens. Aber heute durfte ich mal so richtigen Pferde-XXL-Tag einlegen und das war schön. Hat da irgendwas genervt? Naja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.